Hooligans und Rechtsextreme liefern sich heftige Straßenschlachten mit der Polizei. Mehr als 40 Beamte werden verletzt. Die Polizeigewerkschaft spricht von einer neuen Qualität der Gewalt. Doch was kann man gegen die zunehmende Gewaltbereitschaft tun? Stimmen aus Hamburg. Die Beobachtungen generell sind, dass die Gewaltbereitschaft steigt. Generell sind die Leute aggressiver auf den Straßen und generell die Jugend fängt auch viel früher an mit Aggressionen und Gewalt. Ich kann nur vom Schanzenviertel reden und da nimmt sie eher ab, finde ich. Und die Gewaltbereitschaft verlagert sich vielleicht ein bisschen auf andere Bereiche. Also früher war es so ein bisschen mehr die linke Szene, das ist vielleicht gerade so ein bisschen im Zurückgehen und gerade geht es ein bisschen mehr Richtung Hooligans und islamistische Auseinandersetzungen. Also wenn man sich die früher angeguckt hat, dann waren die auch nicht anders als jetzt, ist so mein Eindruck. Die Hemmschwelle ist niedriger geworden, eindeutig. Doch. Ich denke, manche gehen einfach nur mit, um sich, um ihre Aggression loszuwerden. Tja, was kann man dagegen tun? Aufklärung, würde ich sagen, dass es eben Alternativen geht und nicht Körpereinsatz, sondern vielleicht, dass man mehr mit Gesprächen erreichen kann. Herzlich willkommen zur Drehscheibe. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, es waren mehr als 4000 gewaltbereite Hooligans, die sich gestern in Köln zu einer Kundgebung getroffen haben. Fangruppen von teils verfeindeten Fußballclubs haben sich mit Rechtsextremen zusammengetan zu einer Demonstration gegen Salafisten. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Über 40 Polizisten wurden verletzt. Bilder, die man in Köln so nie sehen wollte. Wie entfesselt tobt ein Mob aus rund 4000 Hooligans und organisierten Neonazis hinter dem Hauptbahnhof, wirft Autos um und greift immer wieder die Polizei an. Hooligans gegen Salafisten hieß die Demo, stundenlanger Ausnahmezustand in Köln. Die Polizei mit rund 1000 Kräften vor Ort wurde von dem Ansturm der vermeintlichen Fußballfans überrollt. Es ist auch kein Wunschkonzert. Wir hatten zeitgleich noch ein Bundesligaspiel, Borussia Dortmund 2 gegen Hansa Rostock, wo es zur Ausschreitung gekommen ist. Da hatten wir zwei Hundertschaften. Wir hatten die Partie München-Gladbach gegen Bayern München, wo eine Hundertschaft. Wir hätten auch gestern gar nicht mehr Bereitschaftspolizei hier in Nordrhein-Westfalen gehabt, die wir einsetzen konnten. So kam es wie befürchtet. Die mindestens 4000 Randalierer gewannen teilweise die Oberhand. Auch unser Kamerateam musste in ein Hotel flüchten und sich im Flur verstecken. Resen Barbali Resen, Deutschland-Korrespondentin des kurdischen Fernsehens, kennt solche Bilder eigentlich nur aus ihrer Heimat. Das stimmt, das ist sehr, sehr gefährlich und das tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass wir hier in diesem Tag, hier heutzutage, sowas immer noch gibt. Die Gegendemonstration auf der anderen Seite blieb völlig friedlich. Hier setzen alle auf Worte statt Gewalt. Wir sind auch gegen Salafismus. Die Sache ist, wir sind eben auch gegen rechte Strukturen und wir sind gegen menschenverachtende Ideologien. Wir sind gegen Islamhass und deswegen sind wir auf der Seite des Bahnhofs. Wir sind ja so ein Stück davor, dass jeder, der einen Bart hat und ein kleines Käppchen auf, ist ja schon so. Das haben wir da alle schon mal gehabt. Und was mich erschreckt, ist, dass dann diese Hooligans, wir kennen Hooligans. Also ich meine, wir beide kommen ja aus Ehrenfeld, wir kommen jetzt nicht aus Marienburg. Und dass die so dumm sind und meinen, sie würden jetzt einen bürgerlichen Auftrag annehmen, hier das Abendland zu schützen. Zum Abend hin verschärfte sich die Situation weiter. Die Polizei versuchte, die Hooligans auf dem Breslauer Platz zu halten. Immer wieder musste der Wasserwerfer eingesetzt werden. Die Randalierer warfen Rauchbomben. Für die Polizei war das trotzdem ein gelungener Einsatz. Wir waren mit starken Kräften in diesem Einsatz. Wir haben hier letzten Endes auch den Schutz des öffentlichen Raumes gewährleistet. Wir waren hier letzten Endes auch konfrontiert mit einer ganz offensichtlich sehr gewaltbereiten Klientel, hatten die aber im Wesentlichen unter Kontrolle. Fanforscher sehen eine gefährliche Strategie hinter den Krawallen. Die Hooligans würden quasi benutzt. Sicherlich versprechen sich da einige Strategen von, wenn wir das jetzt hier für uns proklamieren, dann ist das etwas, mit dem wir dann auch Anschluss finden können. Denn das ist ganz bedeutsam bei dieser Sache. Es geht ja letztlich auch darum, dass rechte Strategen versuchen, in bestimmten Feldern ihre Anhänger zu finden. Und da passt das dann erstmal, wenn das aus der Mitte der Gesellschaft zu kommen scheint. Das Konzept verfängt wohl bei den Hools, deren Wachstum die Polizeigewerkschaft im Moment am meisten erschreckt. Wenn ich den Zeitablauf sehe, wir sind mit 30 angefangen vor 3 Monaten. Heute haben wir 4.500. 40.000 hatten sich auf die Seite geklickt letzte Woche. Das ist die spannende Frage und die Frage, ob sich Führungsstrukturen
in dieser Gruppe bilden. Und da müssen wir jetzt genau hinschauen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Mindestens 44 Polizisten wurden verletzt, etwa doppelt so viele Demonstranten. Ganze 6 Festnahmen. Die Bilanz eines schwarzen Sonntags in Köln.